Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von The House of Da Vinci Teil 3. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung, schöne Rätsel, viel Spaß und gute Entspannung. So, wir machen hier im Nu weiter. Eine kurze Einlage meinerseits, wenn euch der Kanal gefällt, ihr kennt das Spiel bereits, dann abonniert doch meinen Kanal, drückt die Glocke und ihr seid immer auf dem neuesten Stand, wenn ich neue Videos für euch hochlade. Vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt geht's los. Also wir hatten in der letzten Folge ja das schöne Wandgemälde hier mittels Rubin, den wir da eingesetzt haben. Dann hat sich da eine Öffnung offenbart und da konnten wir diesen Art Stock, weiß gar nicht mehr, der war glaube ich in dem, ja hier war er drin, genau, hier haben wir den rausgeholt, dann konntet ihr den da reinstecken und entsprechend dieses Gemälde zur Seite schieben. Jetzt haben wir einen neuen Raum, den habe ich mir noch nicht angeguckt, den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Aber ich erkenne schon mal auf den ersten Blick, dass wir hier drei Embleme haben und diese drei Embleme haben wir auch hier. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob wir hier eventuell, weil diese ja, Bücher... Regale oder dieses Bücherregal ist zumindest so konzipiert, wie ich es jetzt so sehe, dass jeweils ein Buch eventuell unter einem Emblem positioniert werden muss. Ich weiß auch noch nicht wie. So, das sind so die ersten, ja, so die ersten Gedanken, die ich habe. So, dann haben wir hier, dadurch, dass ich ja diese Apparatur wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt hat, habe ich ja von Anfang an, habe ich ja hier das Buch gesehen. So, und wir sehen, diese Türe wurde jetzt geöffnet. Jetzt können wir also hier auch mittels Schalter diese Treppe, Entschuldigung, nicht diese Treppe, diese Leiter, ich sage immer Treppe, diese Leiter eben rausfahren, können uns dieses Buch schnappen. Ja, also das können wir dann auch mal machen. Hier haben wir einen Text, der uns offenbart wurde, aber wir in der letzten Folge dem noch nicht irgendwie unsere Augen gewidmet haben. Das schauen wir uns gleich an, was es dort zu lesen gibt, zu erfahren gibt. Ja, und dann, und hier hat sich noch nichts getan. Hier müssen wir immer noch dem Habicht, meine ich, eben seine Kopfbedeckung, die sich hier drin befindet, aufsetzen. Aber das ist noch zu. So, wir fangen jetzt einfach mal nicht chronologisch. Ich sage immer chronologisch. Was ist das für ein Quatsch? Wir fangen jetzt mal mit System an. Systemisch. So, ich ändere chronologisch auf systemisch. Mein Gott. Okay. So, diese Symbole hatten wir uns schon mal angeguckt. Da können wir aber nichts machen. Ich vermute, dass das, ja, wahrscheinlich Schlösser sind. Drei Schlösser, die, ja, das sieht mir auch wieder aus wie eine Leiter. Keine Ahnung. Oder es ist ein Raum, eine Tür. Ich weiß es nicht. Wir schauen uns jetzt mal diesen Raum hier an, was wir hier haben. Also umdrehen können wir uns schon mal nicht. Wir müssen keine Bücher wälzen. Aha, und tun können wir da auch nichts. Das ist ja hervorragend. So, was haben wir da? Können wir auch nichts machen. Was ist denn hier los? Nö. Also hier müssen wir irgendwas reinstecken. Vermutlich einen Schlüssel. Ich weiß es nicht. Hier haben wir irgendwelche Regler. Schieberegler wahrscheinlich. Okay, hier haben wir nichts. Dann werden wir uns dieses Buch mal anschauen. Ah. Gibt es da auch schon was zu entdecken? Nein. Okay. Ich vermute, es ist bloß ein Buch. Ja, ich denke mal, da ist auch nichts. Aber wir gucken lieber mal, bevor wir da wieder einen wichtigen Hinweis, ein wichtiges... Nö, okay. Ich habe eine etwas belegte Stimme. Aber ich gebe mir Mühe, dass man es nicht so oft hört. So, also hier nehmen wir uns das Buch. Ja, schön. Désolé et Luna. Ich habe, was ist das? Französisch oder et heißt und?
Ja. Also, ich glaube, das ist Französisch. Ich weiß aber nicht, was es heißt. Ich habe nie Französisch gehabt. Ich mochte irgendwie. Mir war das etwas zu kompliziert. So. Okay. Wir gucken da mal rein. Okay, Sonne, Mond. Dieses Emblem haben wir. Ja, es ist genau so, wie ich dachte. Wahrscheinlich müssen wir. Ach, warte mal. Ich glaube, das ist Sonne. Die Sonne und. Ja, wahrscheinlich Luna ist der Mond. Vermute ich jetzt mal. Sonne und Mond. Die Sonne und der Mond. Da brauche ich gar kein Französisch lernen. Das kann man vieles vom Latein ableiten. Das habe ich gehabt. Dafür ist Latein gut. Na? Diese alte Sprache spricht man natürlich heutzutage nicht mehr. Früher aber. Aber wie gesagt, man kann viele Fremdwörter. Man kann es übers Lateinische kommt man dann manchmal schon auf das richtige Wort. So, wir werden das jetzt hier mal einsetzen. Ich glaube, wir müssen das mittig setzen. Ja. Ne? So wie ich es gesagt habe. Perfekt. Und. Ui. Die Verriegel. Ah, wir wissen, ich weiß, wo es hinkommt. Falken, okay, es ist ein Falke, kein Habicht. Ist ein Habicht ein Falke? Ist das nur die Gattung? Wenn ihr das wisst, so am Rande, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ich glaube, ein Habicht ist eine Falkenart. Kann mich auch irren. Was machen wir denn zuerst? Ich möchte das hier anschauen. Das finde ich cool. Ah, okay. So. Ich muss kurz was trinken. Ich habe so eine belegte Stimme. Ja, besser. So. Was schauen wir uns als erstes an? Jetzt gehen wir mal hier kurz hin, weil ich habe das noch nicht gelesen. Also ein bisschen dicker, schwärzer hätten sie die Schrift schon machen können. Bei unserem ersten Großmeister Friedrich II. Ging es beim Regieren nicht um einen göttlichen Auftrag. Er betrachtete sich als absoluten Herrscher, aber er wusste, dass Macht nicht nur ein Privileg ist, sondern auch eine Verantwortung. Er wusste, dass es der Wille des gemeinen Volkes war, der es ihm ermöglichte, den Thron zu besteigen und die Krone zu tragen. Er sah es als seine Aufgabe an, Gesetze zu schaffen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Nur so konnten sich die Menschen sicher fühlen. Nur so konnte er sie zufrieden machen. Und zufriedene Menschen bildeten eine solide Grundlage für seine Herrschaft und seine Krone. Alright. Gut. Okay, hier müssen wir sozusagen sein Herrschaftsgebiet emporsteigen lassen. Am Schluss kriegen wir da wahrscheinlich, oder vielleicht öffnet sich das, ich weiß es nicht. Was ist das hier? Hier ist ein Pfeil. Moment, was ist denn das? Also, was haben wir? Die Krone, dann haben wir das Korn, die Gerechtigkeit. Also das Korn, warte mal, also Herrschaft, wie vielleicht heißt das Landbesitz, ich weiß es nicht. Das ist Gerechtigkeit und das ist das Volk, würde ich jetzt mal sagen. Aber was müssen wir denn da machen? Okay, ich glaube, das war falsch. Volk. Was müssen wir denn noch? Okay, der bleibt unten.
mal gucken, ob wir so weiterkommen. Ich fand eine interessante Nachricht auf dem Schreibtisch. Bruder, sein Leben in der Burg von Melfi legte den Grundstein für Friedrich II. Als pflichtbewusster Mann, aber auch als neugieriger Mensch mit einer Leidenschaft für die Suche nach der Wahrheit und dafür die Welt zu sehen, wie sie ist. Mein Gott. Ich glaube, dass dein Fundament genauso gut gebaut wurde. Nutze diese Prüfung, um deinen Brüdern zu zeigen, dass sie stark sind. Lass dich von deiner Leidenschaft für Wissen leiten und sie wird dir das erste von vielen Geheimnissen zeigen, die du als Mitglied des Ordo Justitialis mit deinem Leben schützen wirst. So, nochmal, habe ich nicht verstanden. Okay, das ist viel Geschwafel, aber nichts dahinter. Es scheint, dass der ganze Raum für eine Art Aufnahmezeremonie genutzt wurde. Der Raum war voll von interessanten Elementen und Artefakten. Nach dem, was ich in meinen Abenteuern schon erlebt habe, wäre ich enttäuscht, wenn ich in einem Raum wie diesem keine versteckten Geheimnisse finden würde. Ich brauchte keine Enttäuschung zu befürchten. Als ich das Gemälde von Friedrich II. Zur Seite schob, fand ich dahinter einen geheimen Bereich der Bibliothek. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich hier sicher einige echte biblische Schätze finden. Ach nee, warte mal, das haben wir doch schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. In der letzten Folge. So, kein Hinweis. Ah. Okay, das war falsch. Was müssen wir denn hier machen? Also das nochmal drücken. Das und das. Ah. Ich weiß zwar nicht, was wir hier tun, aber es ist bis jetzt richtig. Zack, 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 zack. Ach, immer die gleiche Reihenfolge wahrscheinlich. Volk, Krone, Gerechtigkeit. Ja, Korn sage ich jetzt mal. Volk. Ach so, dann käme ja Krone. Krone. Gerechtigkeit. Krone. Ja, und da müssen wir hin. Ja, höchstwahrscheinlich ist es so. Warte mal, so. Volk. Krone. Gerechtigkeit. Aha, also, egal, okay, haben wir geschafft. Friedrich II. Verstand, dass seine Herrschaft ein Gleichgewicht bringen musste. Er konnte nicht einen der vier Stände des Reiches und Kosten der anderen begünstigen. Die Bedürfnisse seines Volkes müssen in jeder Ecke seines Reiches erfüllt werden. Moment, Moment. Da ist manches groß geschrieben. Müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Jede Linie in seiner Armee muss seine Gerechtigkeit kennen. Jeder Soldat musste wissen, dass ihm genauso viel Gehör geschenkt wird wie jedem anderen, unabhängig von seinem Reichtum und Status. Gleichgewicht und Gerechtigkeit wurden zur grundlegenden Säule, die Friedrichs Reich möglich machten. Also wir haben Gleichgewicht 4. Gleichgewicht 4. Ecke, Linie, jede Linie, Säule. Okay, habe ich jetzt noch nicht so ganz kapiert. Wir schauen nochmal. Schauen wir mal. Jede Ecke, eine Linie. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Was müssen wir da machen? Okay, die sind fest.
Ah, ich weiß, was das ist. Ich glaube, dass ich weiß, was das ist. Das ist so ähnlich wie. Oder? Moment, ich probiere das hier mal kurz aus. Dann sage ich euch, was ich vermute. Ich vermute, wir haben hier eine Art Sudoku, nur mit Bildern. Sprich, in der horizontalen und in der vertikalen darf immer nur ein Symbol von in dieser Reihe halt entsprechend, also hier zum Beispiel fehlen dann die Bauern. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir die Bauern. Da können. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wir gucken einfach mal. Und hier die. Nee, die Krone geht hier schon. Ah, da muss hier die Krone sein. Und hier. So. Hier. Das und hier dann. Ah, seht ihr? Doch, das ist. Ich glaube, das ist so eine Art Sudoku. Jetzt geht das nicht, weil es hier schon ist. Oh mein Gott. Okay. Das ist also falsch. Dann machen wir hier mal das. Da geht der da nicht. Da muss ich. Nee. Falsch. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Oh Gott. Warte mal. Das geht nicht. Krone geht nicht. Scheiße. Dann ist die Krone hier. Und hier ist das. Haut das jetzt hin oder bin ich wieder falsch? Hier muss dann das Korn hin. Und hier muss die Krone hin. Da müsste es stimmen. Oh, wir sind gut. Sudoku, meine lieben Freunde. Mit Bildern. So, und wir haben ein Buch bekommen. Und wir haben Text bekommen. Erstmal den Text. Der Weg der Weisheit. Sprüche 9. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Sie hat ihre 8 Säulen ausgehöhlt. Wer einfältig ist, der soll hier einkehren, sagt sie zu dem, dem es an Urteilskraft fehlt. Lass deine Torheit hinter dir und du wirst leben. Wandle auf dem Weg der Einsicht. Denn durch Weisheit werden sich deine Tage vermehren und deinem Leben werden Jahre hinzugefügt werden. Sucher der Erkenntnis, blicke auf zum Himmel. Die Worte Gottes werden dich den Erbauern des Tempels der Weisheit näher bringen, wohin das Tor führt. Was für ein Satz. So, welches Buch? Die Krone. So, das weiß ich definitiv nicht, was das heißt. Bitte schreibt es mir in die Kommentare.
Lieber Augustalis, hab ich leider keinen blassen Schimmer. Mein Latein ist etwas zu lang schon her. So, das stecken wir jetzt hier rein. Bing. So, und dann haben wir nur noch den Falken. Und da wissen wir ja, haben wir ja unsere, ja, unser Medaillon bekommen, was wir jetzt da einsetzen können. Zack. Dann kriegen wir die Glocke. Falken. Oh, seht ihr? Falkenglocke. Sehr schön. Was sage ich? Seht ihr Falkenglocke? Ich dachte, da würde stehen, habe ich Glocke. Naja, ist wurscht. Ach so, das... Ah, ist das hier oder was? Ah, okay. Dann habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das wäre... Naja, ist ja logisch. Passt ja gar nicht am Hals. So. Oh, schön. Aber jetzt fehlt ihm noch die Haube. Wie kommen wir denn da hin jetzt? Da fehlt noch was. Die Nachricht auf dem Schreibtisch geht weiter. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Sie hat ihre 8 Säulen herausgehauen. Wer einfältig ist, der soll hier einkehren, sagt sie zu dem, dem es an Urteilskraft fehlt. Lass deine Torheit hinter dir und du wirst leben. Wandle auf dem Weg der Einsicht, denn durch die Weisheit werden sich deine Tage vermehren und dein Leben und deinem Leben werden Jahre hinzugefügt. Sucher der Erkenntnis, blicke auf zum Himmel. Die Worte Gottes werden dich den Erbauern des Tempels der Weisheit näher bringen, wohin das Tor führt. Der erste Teil ist ein Bibelzitat, aber der zweite klingt fast wie ein Hinweis oder eine Andeutung. Blicke auf zum Himmel. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Das haben wir geschafft. Blicke auf zum Himmel. War ich da schon mal oben? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, natürlich, da war ja der Käfig. Selbstverständlich. Oh, ach nee. Ich dachte schon, da liegt das Buch. Das wäre so einfach. Was muss ich denn jetzt machen?
komm, ich möchte mich umdrehen, Mensch. Mein Gott. Ja, da ist nichts, okay. So, ich muss mal anklicken. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen muss. Ich glaube, das Medaillon im oberen vorderen Teil des Turms beim Fenster ist etwas über die Turmoberfläche erhoben. Im oberen vorderen Teil des Turms. Was? Scheint, dass ich das Medaillon drücken kann. Wo denn? Wo soll denn da... Ach. Ah. Ah. Yes. Falkenhaube und... Wir kommen ins Buch nicht dran. Okay, Falki, wo bist du? Oh, kriegst du einen schönen Helm hier. Super. So, nu? Muss man da nochmal drücken? Ach Gott. Yes. Cool. Sehr schön. Venandi cum avibus. Leider auch nicht. Keine Ahnung, was das heißt. Da hätten sie ja zumindest doch mal den deutschen Untertitel einblenden können, was das bedeutet. Dann lernt man auch was. Okay. So. Das letzte Buch. Zeit ist gut. Und nu? Hier ist nichts mehr. Doch, da war was. Stopp. Mal zurück. Mir doch gerade hier. Ah ja, ist aber nichts mehr. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Ja, sag ich doch. Eine Leiter. Gut. Und wo brauche ich die? Wo brauche ich denn die Leiter? Ach Gott, ich glaube, die kann man dort... Ah ja, ich glaube, die können wir da einsetzen. Yes! Ja, aber dann gehen wir da mal hoch. Ibi vidimus monstra quedam... Ja, wie auch immer. Ich denke, er wird es hoffentlich übersetzen. Ich war mir nicht sicher, warum alle Rätsel und Hinweise in dem Raum nach und nach auf das Fenster hinwiesen, aber als ich die Ziertafel sah, verstand ich es endlich. Auf der Plakette steht ein Teil eines Bibelzitats in Latein. Der ganze Vers ist wie folgt geschrieben. So erstatteten sie den Israeliten einen ungünstigen Bericht über das Land, das sie erkundet hatten. Das Land, das wir erkundet haben, verschlingt seine Bewohner und alle Menschen, die wir dort gesehen haben, sind von großer Statur. Wir haben dort sogar die Nachkommen von Anak gesehen, die von den Nephilim abstammen. Wir kamen uns selbst wie Heuschrecken vor und so müssen wir ihnen auch erschienen sein.
Das Zitat musste Teil eines Tests für Mitglieder des Ordens sein, aber warum ausgerechnet dieses? Nephilim, mythische Riesen, die der Bibel zufolge in Palästina umherstreiften, demselben Ort, an dem Friedrich II. Das Tor zum Tempel der Weisheit fand. Glaubte der Ordo Justitialis, dass es sie wirklich gibt? Tja. So, jetzt geht's hier rein. Oder raus, vielmehr. So, meine Lieben, und hier machen wir Schluss. So sieht's aus. Wir haben den Raum erfolgreich meistern können und mussten gar nicht so oft die Hinweistafel drücken. Finde ich ganz gut. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder mit dabei seid und wir direkt weiterspielen. Bis dahin, euch alles Gute und bis bald. Ciao.